ganz kurz vielleicht ein bisschen die Anatomie der Hand erklären. Sie haben an der Hand die Fähigkeit, mit den Fingern zu strecken und zu beugen. Und beides wird über Sehnen übertragen. An der Beugeseite haben Sie zwei Sehnen pro Finger, streckseitig nur eine Sehne, weil Sie einfach beim Zupacken natürlich mehr Kraft haben müssen, um was festzuhalten, hochzuheben und so weiter. Gleichzeitig ist es ein unheimlich filigranes Fingerwerk. Das heißt, Sie können auch, wenn Sie feinmotorische Tätigkeiten machen, neben dieser Kraft müssen diese Sehnen auch so koordinationsfähig sein, dass Sie das umsetzen können. Und damit das alles gut klappt, gibt es ein Gleitgewebe um die Sehnen, das sind die sogenannten Sehnenscheiden. Und dann gibt es auch noch Umlenkpunkte an der Sehne, dass Sie, wenn Sie so wollen, die Sehne in optimalen Zug und eine Anspannung hat, dass Sie die Kraft perfekt übertragen können. Das sind dann, woraus dann später Sehnenengstellen entstehen können. Also das heißt, Sie haben zwei potenzielle Problemfälle. Einmal, dass dieses Sehnengleitgewebe anschwellen kann und damit Bewegungsprobleme machen kann, und dann diese Umlenkpunkte, damit die Sehnen optimal arbeiten können, kann dann durch dieses geschwollene Sehnengleitgewebe oder durch dieselbige Schrumpfung dieses Gewebes auch zu einer Einschränkung, einer Einengung führen, was dann wiederum bei Schmerzen, nicht sich mit Schmerzen und einer Bewegungseinschränkung äußert. Im Endeffekt natürlich ein Arzt, und dann sollte es ein Arzt sein, der damit Erfahrung hat, der sich auskennt. Und das sind die Handchirurgen. Das heißt, es gibt uns in der Niederlassung, es gibt uns aber auch im Krankenhaus. Vor allen Dingen im Krankenhaus beschäftigen wir uns natürlich mit auch schwereren Fällen oder auch da, wo der niedergelassene Kollege nicht weiterkommt. Wichtig ist wirklich, dass man darauf achtet, ist es ein Handchirurg? Denn viele, ich erlebe es leider immer wieder, dass auch eine gewisse Odyssee vorher war, dass man mehrere Ärzte ausgesucht hat, und dass viele Untersuchungen liefen, also von der Röntgen, was oft auch sinnvoll ist, über Kernspintomographien und so weiter, und man irgendwo immer noch nicht weiterkam. Diese Sehnenscheidenentzündungen oder auch Engstellenproblematiken sind in 99% der Fälle einfach durch eine gute klinische Untersuchung feststellbar, und damit eigentlich gehören sie in die Erfahrung oder in die Hände des erfahrenen Handchirurgens, der das relativ zügig diagnostizieren und dann auch behandeln kann, sodass eigentlich diese ganzen anderen Vorgehensweisen ein bisschen zurückgeschraubt werden könnten, wenn man direkt den Profi aussucht. Im Endeffekt, die meisten spüren es erstmal als Schmerzen. Schmerzen bei Bewegung, aber wenn es fortgeschritten ist, auch schon Schmerzen als bei in Ruhe. Das ist natürlich dann eine Sache, wo man auch sagen muss, das ist sehr unangenehm und das ist auch eine große Einschränkung im Alltag. Zusätzlich kann es noch sein, wenn man bestimmte Tätigkeiten macht, dass es dann einen bestimmten Schmerz auslöst. Also man kann sich ja vorstellen, dass wenn diese Engstellen bestehen, die sind meistens in der Hohlhand an den Fingern, dass es dann, wenn man was anhebt mit Kraft hat, dass es dann schon wehtut, dass man es zum Teil nicht mehr halten kann, es loslässt. Und man kann das auch selber manchmal so ein bisschen feststellen, wenn man dann isolierte Druckpunkte hat an der Hand oder am Unterarm, dann ist das alles schon relativ hinweisend darauf, dass das eine Engstelle dieser Umlenkpunkte an den Sehnen bedeutet. Was kann man machen? Im Endeffekt zum Arzt natürlich gehen, gucken, dass der das diagnostiziert, und dann kann man in der leichteren Form durch eine kurze Ruhigstellung oder auch durch entzündungshemmende Medikamente das versuchen zu beheben, wenn es schon ein bisschen schlimmer ist. Dann kann man es eigentlich mit vielleicht manchmal einem lokalen entzündungshemmenden Medikament, was man an diese entsprechenden Stellen spritzt, beheben. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann muss es eine Operation sein, die aber in den allermeisten Fällen ambulant durchgeführt wird und ein Top-Ergebnis bringt, sodass man da eigentlich nur zu raten kann.